Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Surviving Mars. Wie wir sehen, haben wir ein kleines Stromdefizit. Darum werden wir mal hier ein paar Windräder upgraden. Ne, da gibt es keine Chest. Wundert mich, dass es für so viele Sachen kein Shortcut gibt, aber naja. Wir haben nur 15 Polymere. Ich habe jetzt 6 Upgrades gemacht. Das heißt, da gehen 12 Stück bei drauf. Wir müssen mal schauen, ob wir vielleicht doch noch welche importieren wollen. Aber eigentlich haben wir ja unsere Fabrik hier, die sich darum kümmern sollte. Wir schauen mal. Auf jeden Fall landet jetzt unsere Rakete mit den Metallen, die wir brauchen. Während ich hier gerade Sammeltour bin. Beiden Polymere auch noch sammeln. Unsere Rover räumen hier mal auf. Und ja, so. Können das Ganze auch ein bisschen schneller laufen lassen. Colonists are departing. Ein Kolonist verlässt uns. Wenn es dir woanders besser gefällt, bitte. There are Earthsick colonists. Die dürfte recht schnell gefüllt werden. Wir haben ja sowohl Edelmetalle als auch Treibstoff mehr als genügend. Wir bauen hier nochmal zusätzliches Lager für Treibstoff und bin einfach mal ganz. Warum ist nicht hier? Uneben. Dann brauchen wir doch kein weiteres Lager für Edelmetalle. Vergessen. Strom geht jetzt wieder ins Positive, das ist sehr gut. Geld sieht momentan, also geldtechnisch sieht es auch sehr gut aus. Transporter schicken wir mal runter. Wollte hier nämlich ein paar Metalle abladen. Da das jetzt noch bei meinem Geklicke hier. Natürlich nicht mehr. Das war irgendwie ein bisschen strange. Ich konnte nicht die Metalle da so abladen. So, jetzt müssen wir hier unten dann auch noch ein paar Metalle hinbringen. Hier sind auch gar keine mehr, okay. Aber ich auch. Hier mal die Polymere ab. Alle auf. Wir haben nämlich hier auch Leitungen, die repariert werden. Da wird es mal höchste Zeit. Entschuldigung, dass ich mich so oft räusper, aber ich bin so ein bisschen gesundheitlich wieder angeschlagen. We have a food shortage. Our colonists are starving. Oh, was ist da los? Wir haben noch. Hä? Wir haben noch mehr als genügend. Ich ja nicht. Wir werden mal. Ich wollte auch einen Nahrungsspeicher bauen, aber. Irritiert mich ja jetzt. Kann man so hungern, wenn wir hier so viel Essen haben?
nutzen wir noch mal. Bitte hier ab. Muss ich stehen. So, ich wollte noch mal eben nach den Forschungen gucken. Metallextraktion aus der Tiefe haben wir nämlich fertig. Ich glaube, dass es jetzt Sinn macht, dass wir Kernmetalle machen. Damit können wir nämlich besonders reiche Edelmetallvorkommen oder Metallvorkommen, ich glaube sogar beides, finden. Und das macht Sinn vor wahrscheinlich vielen anderen Sachen. Janisches. Ich versuche jetzt einfach mal dieselbe Reihenfolge dahinter wieder einzuräumen. Muskeln. Durchbruch. Ah ja. So, jetzt machen wir nämlich Kernmetalle als nächstes. Weil vielleicht überdenken wir dann unsere Planung hier nochmal, wenn wir. Berecht das einfach nochmal ab. Weil wenn wir da jetzt irgendwelche tollen Kernmetalle finden, die zum Beispiel hier sind oder wo auch immer, können wir ja viel besser dann graben. Rakete ist voll beladen, dann geht's los. Hier mit denen auf sich hat es mir auch noch nicht so ganz klar. Der fährt hier die ganze Zeit durch die Gegend. Für den Rohbau hinschicken für 5 Metalle. Ja, da lohnt sich schon eher. Bauen wir hier mal Metalllager und Polymerlager und dann schicken wir unseren Rohbau mal hier. Runtergekommen. Fehlerhafte Kabel. Wird schon behoben, das ist gut. Polymer 10 Stück. Scheint sich dann zu normalisieren. Sollte Essen nicht wirklich ein Problem, dann werden wir gleich die nächste Ernte hier schon wieder. 45 von 60 Kolonisten. Okay. Wir könnten also auch noch mal ein paar Kolonisten hier aufnehmen. Funding received. So, die Rakete ist zurück. Könnten noch mal. Ich machen wir auch. Wir schicken noch mal eine Passagierrakete los. Wachsen, erwachsen. Entschuldigung.
noch so eine Notfalltaste fürs Husten. So, 12. 42 passende Kolonisten. Also es scheint sich so langsam auszuzahlen, dass wir hier oben besser klarkommen. Also alle wollen sie zu uns. Da man kein Strom da ist. Bei mir alles auf. Ob wir hier nicht mal was auslagern. Wir haben so viel Kohle. Gar nicht gewohnt. Einfach zweimal. Oder dreimal. Kann ja gleich, wir haben ja hier auch noch genug Edelmetalle gelagert, die kann gleich so wieder losfliegen. Immer noch an. Na jetzt. Die sind auch noch alle. Schicken wir die mal hier runter, dass wir das noch so gerade eben in Reichweite haben. Dann können die das hier nämlich auch noch aus. Bisschen weit. So. Gleich hier rechtzeitig wieder runter schicken wird und Wartung. Wir lassen die erst zu Ende aufräumen, aufsammeln. Dann geht's. Wenig. Doch schon einen ganzen Schwung Drohnen dazu. Kommen wir immer noch eine hohe Drohne. Ne? Cold wave approaching. Eine Kältewelle. Mag ich hier sowas von überhaupt. So rapide ist das. Die Leute alle hinrennen, ich hoffe hier. Ja, da sieht's nur noch. New colonists have arrived. 60 von 60. Gott sei Dank keine Aufbauung. So, wo kann man denn noch eine Arbeitsschicht mit einhauen? Research complete. Eine. Nachts öffnen, das ist eine gute Idee. Jetzt haben wir noch 5 auf. Raumbau. Machen wir hier noch eine Nachtschicht, würde ich sagen, oder? Wenn wir noch 3 Arbeitslose haben. Oder? Hier geht, glaube ich, noch eine Schicht. Na ja. Na komm. Machen wir so. Endmetall abgeschlossen. Juhu. So, dann gucken wir doch mal. So war das. Doch jetzt dazugekommen, oder? War das vorher auch da? Ich weiß es nicht mehr. Das war auf jeden Fall vorher da.
aktuell nicht so aus. Oh, da ist doch, da ist ein 60.000. Und da oben ist er. 50.000. Sehr hoch. Damit würde ich sagen, ist klar, wo wir. Natürlich hier unten mal eben überlegen. Wohnab? Nein, ja, was für Gebäude wir dazwischen bauen, damit wir hier nicht so eine lange Leitung kriegen. Windräder sind hier unten nicht so effektiv. Müssten wir. Entschuldigung. Vielleicht einen Moxie könnten wir hier bauen. So auf dieser Höhe. Und auch nicht. Okay. So. Und den Strom aus. Rakete lassen wir losfliegen, dann fliegen wir nämlich gleich ein. Ja, irgendwas werden wir noch einfliegen. Oh. Das hier alles zerlegen. Umleitung. Das komplett ausschlachten. Weil das brauchen wir da nicht mehr, wenn das erschöpft ist. Gucken, was für Gebäude wir hier noch einfliegen können. Vielleicht ein Feuchtigkeitsvaporator oder so. Der hat eingesammelt. Gucken wir mal wieder hier runter. Wieso haben wir 7 nicht funktionierende Gebäude? So, da sind schon hier. Na, Fälle, das gibt's doch nicht. Wir haben doch hier schon 13. Da haben wir keine Lagerfläche mehr für die Abfälle. Ja, das ist das Problem. Das sollte erstmal wieder ein bisschen reichen. Da sind ja jetzt schon 3 Stück von da. Okay. Der Kabelfehler wird behoben. Die hier alles, was die brauchen. Elektronische Geräte brauchen die. Warum? Könnten ja mal anfangen, die Beton einladen. So, hier muss. So, was machen wir da jetzt gleich? Ein Feuchtigkeitsvaporator. Ja, sagen, komm, hier einen hinbauen. Funding received.
Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Drohnenhub, einen Feuchtigkeits. Vielleicht nehmen wir auch mal den ersten. 400 Millionen. Bin, glaube ich, sogar fast zu viel. Ja. Mir zu viel. Eingesteuerte Rover. Zusätzlichen. Die brauchen wir eigentlich nicht. Könnte noch über ein paar Drohnen nachdenken. 7 Stück, die wir dann zu dem einen Drohnenhub geben, dass wir da 20 haben. Das ist eine gute Idee. Wir wollen ja so oder so elektronischen Geräte selber machen. Dann kaufen wir das Teil schon mal. Wir müssen es ja nicht direkt aufbauen. Nach Kälte. Research complete. Wie ist das hier? Nee, was ich hier mache. We detect and monitor 4 more objects as they parachute down and make landfall. Every one of them bearing a resemblance to Object 6EZ3. Oh, das klingt alles irgendwie nicht ganz so positiv. Wenn ich das so ausdrücke. Mal schön freundlich bleiben. Heute ist eingefroren. Hier aus 4 freie Arbeitsplätze, okay. 2 Abtrünnige. Oh, Masianisches Wissenschaftsinstitut abgeschlossen. 2, oh, jetzt muss man hier dringend die nächste Forschung reinhauen. Wollte mich ein bisschen mehr an die Durchbrüche. Und guckt trotzdem nach einem Drohnen-Hub, dass die bis zu 80 Drohnen steuern können. Das machen wir unbedingt. Kostet nämlich nur 900, geht auch ruckzuck. Ingenieure und Geologen erhalten 10 Leistung. Auch das geht einfach. Das zumindest die wenig Kosten hier mal im nächsten Mal. Jetzt natürlich nicht zwischendurch seine Batterien aufleert, ist das auch ziemlich dämlich. Hier auf jeden Fall bauen können. Aufladestation. Eine hier. Könnt. Hier bauen.
als eine in der Nähe der Ressourcen haben, wo sich die Kleinen ISOCorp stopped giving us the silent treatment. But it's clear from their message, they're not going to answer our questions. Okay. Ja, dann machen wir doch mal ein bisschen langsamer. Lassen erstmal unsere Rakete landen. Dann gucken wir mal, wo der ist. Hier. Okay, so. Drohnen einladen. Okay, du kommst erstmal hier hin. Hat es den. Ich weiß zwar nicht, ob das sehr clever ist, dass wir den retten, aber. Jetzt erstmal auf. Wir machen das einfach. 22 Stunden, das ist Kältewelle-Geschichte. Hier gleich schon mal den ganzen Beton hier zuweisen, den wir hier abgeladen haben. So. Machen wir das jetzt von alleine? Ja. Millionen. Boah. Okay. Das hat sich mal gelohnt. Gehen wir los. Rakete schon wieder beladen. Auch mal hier so runterstellen mit ganzen Drohnen, die machen hier immer. Habe ich neulich gesehen, dass man die Drohnen auch einfach mit dem Rechts weisen kann. Meteor incoming. Die letzte. Die Drohne ist hier noch zu weit. Also wo die ist. Ja, voll geladen, los geht's. Irgendwas habe ich gerade gehört mit Meteor. Nix. Und können das reparieren. Ja, wir haben noch hier 123 Maschinenteile. Wir haben jetzt 20 Drohnen. Das ist nicht das Teil zu reparieren. Kann nicht wahr sein. Thank you.
dust storm approaching. Staubsturm? Wir gehen denn da rein. Holt ihr die jetzt wieder, oder? Hier das Metall erstmal aufsammeln, das hier liegt. Maschinenteile auf. War eigentlich nur 30 für die Kugel brauchen. Oh, wir haben gleich den Drohnen-Hubs fertig. Wenn ich Drohnen habe, wir können dann Shuttle-Hub bauen. Das kann ich. Funding received. Immer das Knappeste oder das, was wir am wenigsten haben. Aber das wird sich hoffentlich bald ändern, wenn ich 50.000 Qualität sehr hoch. So, wir wollten ja jetzt auch erstmal eine Feuchtigkeit hier bauen, nochmal auf ungefähr halben Weg. Einmal so. Research complete. So. Um. So. Ist hier sehr gut aus. Drohnen hab. Locker. Oh ja. Oma war kein. Auch ein Gleich hier gebaut. Zwei Düsenantrieb abgeschossen. Läuft doch mit der. Ja, wir können ja jetzt gleich unseren Rover hier abziehen, wenn das Ganze hier erstmal läuft. Jetzt. Gucken, was wir denn jetzt hier dazu bekommen in letzter Zeit. Betankte Extraktoren. Plus 30% Produktion, solange das Gebäude mit Treibstoff versorgt. Das ist, klingt gut, glaube ich. Was? Rig-Upgrade-Leistung um 20% erhöht. Das klingt noch besser. Hier dazu bekommen, Upgrade für Forschungslabor. Das klingt auch sehr gut. Werden wir auch demnächst machen. Ja. Jede Menge schöne Forschung. So, haben wir jetzt hier. Warum hatten wir hier genug? Das weiß ich. Alle.
sollte eigentlich auch reichen. Ach, Polymere hätten wir gebraucht. Wir hätten ja keine Maschinenteile gebraucht. Ja. Wir denn? Polymere sind nach wie vor nicht das, was wir am meisten haben, aber für das können wir mal hinreichen. People who aim for perfection learn soon enough that it's a moving target. Guess Isocorp didn't aim high enough. Anomaly found. Bin mal gespannt, was das jetzt wieder zu bedeuten hat. Bevor wir das machen, bauen wir hier erstmal Lager. Brauchen wir auch definitiv schon mal Metalllager, weil das werden wir wieder auch brauchen. Da, so, die Beste. Lassen wir den mal kurz hier reparieren, was hier zu reparieren ist. Oh, was machen wir denn mit dem hier? Den können wir gar nicht reparieren. Können wir nur ausschlachten. Da können wir dann reparieren, wenn wir den Rover dahin gefahren haben. Werden wir gleich mal testen, warum laufen die nicht? Genug Strom, weil Staubschlucken ist okay. Der ist ausgefallen. Den dann, yo. Ich hoffe, das gibt nochmal 500 Millionen. Das wäre natürlich ein Joker. Dann hoffen wir, dass die noch ein paar Mal mehr ausfallen. Tatsächlich 500 Millionen. Ja, geil. So. Mal um den hier. Und wird noch mehr ausgefallen. Kommen wir ja sogar auf dem Weg zu dem nach unten, können wir diesen ja auch noch mal eben retten. Das noch mal. Ding, 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 ja. Okay. Ist ja die reinste Gelddruckmaschine. Wir haben fast drei, wir können gleich eine neue Rakete kaufen. So, jetzt können wir den immer noch. Müssen wir den zerlegen? Ich weiß es nicht. Machen das einfach mal. Gucken, was passiert. Vielleicht hätte ich speichern sollen, aber. Okay. Gucken wir mal, ob wir das jetzt analysieren können. Stimmt, das stand auch, glaube ich, dabei, ne? Dass wir das analysieren sollen. Dem kommen wir leider nicht. 500 Millionen können wir jetzt nicht auch noch verdienen. Ja, okay, der kann das jetzt erkunden. Jetzt gleich beginnt der Staubsturm. Erst warum hatten die denn dann nicht genug Strom mehr? So, weil die das Leck noch nicht repariert hatten. Ich dachte, das hätte ich schon. Ich mal jetzt wieder hier runter. Wie weit ist er gleich fertig? A little knowledge is a dangerous thing. But there's a man out there who has so much of it that he can't be touched. Okay. Klingt jetzt schwierig. Genau, das ist das Entscheidende. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir über keine militärischen Kapazitäten verfügen. Aufdecken ist also schon eine schlechte Idee. Ich tende. Eigentlich würde ich am liebsten drei machen. Ich weiß nur nicht, ob zwei uns. Ne, komm, wir machen.
Und hoffen wir, dass. Ja. Dass sie uns dafür nicht bestrafen. Reicht. Boah. Das wäre jetzt weit. Aber ne, 2 Milliarden möchte ich da gerade nicht für ausgeben. Hätte es ja mehr Sinn gemacht, wenn es da irgendeinen Rabatt geben würde, ne? Aber so, gut, das erspart einem, dass man da 10-mal, dass man da 10-mal das Ganze auswählen muss, aber. Wie sieht es denn hier aus? Da fehlen 2 Metalle. Holz hier nicht drauf weiter. Okay. Ja, hier haben wir einen ganzen Schwung Metalle, ne? Ja. Oh, Treibstoff ist. Plötzlich. A colonist has died. Den Verstand verloren und Selbstmord begangen. So hatten wir eigentlich nicht gewettet, Ageta. Research complete. Ohne Druck. Oder nochmal Drohnen. Ja. Ah, wir können eine Drohnenfabrik. Oh. Ja gut. Auch nicht. Keine 2 Universallagen. Ich werde eine einfach abreißen. Oh, unsere Kuppel wird fertig. Ich glaube, da sind wir stromtechnisch gar nicht viel gewappnet. Ne? Schalten wir sie auch noch erst wieder aus. Stimmt, wir schalten sie noch mal wieder an. Und wie sieht es mit allen anderen Sachen aus? Wasser ist gut. Sauerstoff ist auch gut. Nur ein bisschen mehr Strom und dann können wir die dauerhaft. So, wir können ein Shuttle abbauen. Resources are low. Na, halb ein. Außerhalb von der Kuppel, aber die braucht schon Arbeit. Gut zu wissen. Shuttle hat den Beton 15 Polymer, Zähler. Auch dann. Den Strom, einen Treibstoff, ein Wartung. Ein elektrisches für Wartung. Will ich lieber noch einen Moment warten, bis wir ein paar mehr Polymer in Reserve haben. Naja. War das auch Quatsch, dass ich hier die Polymerfabrik gebaut habe. Jetzt haben wir hier mit. Oh, der ist aber gleich. Uns geht gleich das aus. Wir haben hier nur das Vorkommen ist gleich leer.
Noch 1,4 verfügbar. Ich meine, das Gute ist daran, dass wir dann ein paar Arbeiter frei haben, die frei werden, aber ist hier noch drin 186. Ne, das ist ein Gebäude außerhalb, da können wir keine dritte machen. Aber dann können wir anstatt dem Metallextraktor hier vielleicht eine Drohne verbauen. Das ist noch eine Idee. Ja, das werden wir, glaube ich, machen. Dann können wir den hier ausschlachten. Und wir bauen hier einen. Rakete. Das ist Sinn, ja, es macht Sinn. Ein paar elektronische Geräte zu kaufen. Da wir jetzt Kohle genug haben, können wir auch eine Elektronikfabrik jetzt kaufen. Wir kaufen Drohnenhub. Auch wenn wir den noch nicht aufbauen. Kann das nie Schaden ein, den bauen wir lieber selber, wenn wir die erforscht haben. Polymer war auch. Ne, Polymer. Aber die stellen wir her, das ist ja Quatsch. Drohnen können wir auch gleich selber herstellen. Vielleicht Rover zusätzlich mehr Sinn. Können wir immer noch holen. Hier mal quillt hier über. Ja, Dauerauftrag raus. Treibstoff. Dann die ganzen Buben, glaube ich, hier alle ja gesammelt, ne? Ah, die werden wir gleich mal abholen. Indem wir diese Ladung Treibstoff weggebracht haben, werden wir die Metalle holen. Aber lass das Spiel mal gerade langsamer laufen. Bevor wir das machen, würde ich sagen, wir enden an dieser Stelle und ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, drückt bitte einen Daumen nach oben, da tut ihr mir einen großen Gefallen mit. Und ja, dann hoffe ich bis zum nächsten Mal. Danke und bye bye.